Ein herzliches Willkommen zurück hier zum Clan-Internatsturnier. In den letzten zwei Folgen bin ich vom Tamalan rasiert worden. Erstes Match war mit meinem Druiden gegen seinen Mech-Mage. Zweites Spiel war mit meinem Secret-Mage gegen seinen Mech-Mage, auch auf den Sack bekommen. Und jetzt sind wir im Loser-Bracket gegen den Ultra. Mal kurz nachgucken. Was ist denn hier los mit der Bracket? Sekunde. Ja, müsste auf. Ja, ich bin ein bisschen Banane. Natürlich, das ist gegen den Ultra. Lasst euch von dem Namen hier nicht beirren. Und dann starten wir doch erstmal so. Druide gegen Druide, das könnte interessant werden. Ich meine, wie jeder aus dem Clan, ihr kennt ja meine Decks. Dementsprechend weiß er wahrscheinlich auch, dass ich Mildruide spiele. Und bei ihm habe ich da gar keine Ahnung, was es für ein Druide ist. Ersten Zug mache ich nichts. Natürlich ist hier auch der Zombie Chow ein ziemlich guter One-Drop, der schon gut Stunk machen kann, so früh im Spiel. Aber ich lasse mich jetzt noch nicht beirren. Komm, hätten wir drei. Machen wir es erstmal so. Ah, schon okay. Natürlich blöd, dass der Zombie. Der Zombie Chow so viel Schaden machen kann, aber. Oh. Das gefällt mir überhaupt nicht. Tja, wenn ich jetzt einen Anregen hätte, ne? Anregen und Stern. Sternregen. Das wäre richtig gut. Aber habe ich leider nicht. Und wir sind nicht bei Wünsch dir was, also Coin Yeti. Den könnt er so rausnehmen mit den Dienern, aber ich schätze, er wird ein Spell dafür benutzen. Was auch nicht schön wäre. Anregen und Sternenfeuer. Sternenregen. Oh, nee, okay. Das ist eine neue Karte von dem Drachen-Add-on jetzt. Das ist der Imperator. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Karte. Ja, das Dumme ist jetzt, dass wir 4 Mana haben. 5 wäre optimal, haben wir aber nicht. Das ist echt blöd. Das ist echt super blöd jetzt, ne? Ich meine, wir können hier mit der Heldenfähigkeit drauf und dann mit dem da rein. Das wäre dumm, glaube ich. Machen wir es erstmal so. Und dann bringen wir die zum Schweigen, weil ich nicht möchte, dass seine Diener noch günstiger werden. Reicht schon, wenn die 1 weniger kosten, da die 3 Karten. Noch weniger kosten muss wirklich nie sein. Ah. Jetzt haben wir genau 5. Jetzt können wir nämlich natürlich hier unseren ersehnten Sternenregen machen. Könnten dann sogar die hier auch noch wegnehmen. Allerdings fehlen uns 2 Mana für die. Das ist natürlich blöd, aber ich würde es an der Stelle machen. Total blöd. Gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, aber ich glaube, ein anderer Zug wäre auch nicht wirklich sinnvoll gewesen. Das ist alles doof. Das ist alles doof. So. Jetzt haben wir 6 Mana wieder. Wäre natürlich toll, wenn wir Sternenfeuer und die Heldenfähigkeit machen könnten, dann wären beide weg. Geht aber wieder nicht. Ich frage mich, ob
Es ist zum Mäusemelken. Es fehlt wieder ein Mana, ne? Ein einziges. Ich frage mich, ob... Es kann einfach nicht wahr sein. Es ist der Wurm drin. Der Wurm drin, was soll ich sagen? Boah. Das wird jetzt hart. Das wird jetzt hart. Moment. Wir haben 7 Mana. 5. Was tun? Wir könnten hier mit allen 2 machen. Naja, es macht alles keinen Sinn irgendwie. Wir müssen die wegkriegen. Ach, das ist auch alles blöd schon wieder hier. Okay, das ist eine Karte, womit wir arbeiten können im nächsten Zug. Ich spiele einen Mildroiden, Leute. Und ich komme einfach zu nix hier. Ich muss die ganze Zeit zusehen, dass er mich nicht kaputt macht. Ich muss das Land bewachen. Es ist echt nicht einfach, hier das Board freizuhalten. Echt nicht einfach. Wenn ich jetzt das mache, Sternenregen, allen 2. Was tun? Ich noch 3 Mana übrig. Könnte ich auf jeden Fall mit dem 3 Schaden den wegmachen. Da habe ich noch 1 Mana übrig, um auch noch den kleinen wegzumachen. Ich frage mich, ob... Macht das Sinn, ist die Frage. Ich bin ja gleich schon kaputt hier. 8. Ne? 15 Schaden kann er mir schon machen, wenn er will. Was tun? Die Zeit wartet auf niemanden. Ah, ist echt nicht einfach, ne? Ich glaube, ich bin gleich schon kaputt, ne? Dann machen wir es einfach mal so. Oh, cool. Machen wir so. Gut. So gerade eben noch gerettet, glaube ich. Nee, das war's. Schade. Na gut, da war das erste Spiel gegen Ultra. Wieder auf den Sack gekriegt. Das wird schon wieder eine Loose Series, kann man sagen. Dann werde ich im nächsten Spiel, ich bin am überlegen, ob ich mal den Just for Fun, den Schamanen ausprobiere, aber mit dem habe ich wirklich noch nie gespielt, deswegen werde ich wahrscheinlich im nächsten Spiel wieder den Secret Match ausprobieren und wenn ich das auch verliere, dann ist das Turnier schon vorbei und dann werde ich mir irgendein anderes Spiel suchen. Nee, Spaß beiseite, dann werde ich mir wahrscheinlich meine Decks nochmal überarbeiten, weil ich meine, gut, ich habe jetzt auch ein paar Tage nicht gespielt, so wirklich, aber das ist ja furchtbar. So, bis zum nächsten Ding.